Die Straßenbahn war in der Friedrichstraße allgegenwärtig. Hier ein Blick auf die Ecke Bahnhofstraße. Links das Hotel Stüttgen. Einstiegspunkte waren häufig direkt vor Gastwirtschaften. In den 1930er Jahren wurden stellenweise die Schienen innerhalb der Fußgängerzone erneuert. Auf diesem Stadtplan von 1940 ist die Straßenbahn als gestrichelte Linie gekennzeichnet. Wie ein graues Band zieht sich die Werdener Straße vom Plätzchen aus Richtung Innenstadt. Links am Rande der Straße verlaufen die Straßenbahnschienen. Wenn dann man mit der Straßenbahn fuhr, das war dann nach Hall hinaus. Nicht, oder Nevis, nicht, aber das war es dann auch schon. Nicht, wie gesagt, man war, die Sonntagsausflüge, nicht, die waren ausschließlich zu Fuß gewesen. Die 50er Jahre waren für Filbert eine Zeit des Umbruchs und begleitet von vielen Veränderungen. Das Auto gewann immer mehr an Bedeutung und im Jahre 1952 fuhr die letzte Straßenbahn durch die Friedrichstraße. 1950 erhielt die alte Kirche neue Glocken. Immer mehr Autobusse prägten das Stadtbild und ließen das bisher gewohnte Bild der Straßenbahnen schnell verblassen. 1953 eröffnete an der Ecke Friedrichstraße-Bahnhofstraße das Heka-Kaufhaus. In den 50er Jahren war die Konditorei Echterhoff mit Eisgarten ein beliebtes Ausflugsziel in der Friedrichstraße. Es stand an der Ecke Kurze Straße. An der Kreuzung Friedrichstraße-Rheinlandstraße stand das Kino Residenztheater, im Volksmund auch Resi genannt. Überhaupt waren die 50er Jahre das Jahrzehnt für Kinogänger. Neben dem Resi, welches bereits 1919 eröffnete, kam 1950 das Zentral, 1954 das Atrium und 1956 das Metropol in der Friedrichstraße hinzu. Ja, also das war am Denkmal, waren die Gaststätte. Ja, und die Gaststätten gab es ja in Filbert massig, nicht? Das ist auch etwas wohl gewesen, was auch hier in irgendeinem Buch, ich glaube von Wensch war es, der da mal geschrieben hat, dass der Bürgermeister sich beklagte über die zahlreichen Gaststätten hier, nicht? Und auch den entsprechend hohen Alkoholgenuss der Arbeiten. Schwer arbeitenden Bevölkerung. Ne? Die mussten ja auch in den Gießereien, die mussten ja auch ihren, den Staub runterspülen. Ne? Ja, ich weiß, wir haben als Jungs mal so, waren wir vielleicht 18, 20 Jahre alt, haben wir mal versucht, hier eine Kneiptour zu machen auf der Friedrichstraße, jede Kneipe mitzunehmen. Wir sind nicht bis zum Denkmal gekommen. Nicht? Nicht, da hatten wir den Kanal schon voll. Nicht? Und da unten bei Nordeck angefangen, an der Schule Weltner Straße gegenüber, so war das. Nicht? Und sie sind dann bis Echterhoff gekommen, waren die Konditorei war das. Davor war noch eine Gaststätte gewesen. Und da war Feierabend. Dieses Haus lag an der Friedrichstraße 212 gegenüber dem Kugelbrunnen. Rechts neben dem Haus befand sich ein Schaukasten des Resi-Kinos. Links ist die Schnellimbissstube bei Karlchen zu sehen. Ein Blick auf die Friedrichstraße. Zu sehen ist Salmann und die Firma Hitzblech. Damals stand auch noch der für diese Zeit typische Kiosk direkt vor dem ehemaligen Salmann-Geschäft.
Mit 28 Jahren wurde Hans-Günther Steinhauer im Mai 1959 mit der Stimmenmehrheit von 19 der 34 Stimmen der Sozialdemokraten als jüngster Bürgermeister in der Geschichte der Stadt gewählt. Die Geschäfte auf der Friedrichstraße waren immer schon zahlreich und bemüht, auf sich aufmerksam zu machen. Von Lebensmitteln bis über Unterhaltungselektronik, Autos, über Bekleidung war alles zu finden. In den 50er und 60er Jahren taten sich sogar Geschäfte zusammen, um gemeinsam ihre Produkte zu präsentieren. Rohleder, Salmann, Kaiser und Radio Koch richteten zusammen Musterwohnungen ein. Im Saal des Rheinischen Hofs fanden Ausstellungen statt, die tausende Besucher anlockten. Die 60er Jahre in der Friedrichstraße brachten viel Veränderung. Noch gehörte Newiges und Langberg nicht zur Stadt Velbert. Am 8. Juni 1962 wurde das Schlotschmied-Denkmal an der Friedrichstraße eingeweiht. Es sollte die harte Arbeit des Schlossschmieds widerspiegeln. Die Begeisterung hielt sich allerdings stark in Grenzen. Viele waren der Ansicht, dass das Denkmal das Traditionshandwerk der Velberter nicht wirklich widerspiegeln würde. Der Karrenbergplatz an der neuen Sparkasse glich einer sehr gepflegten Parkanlage. Traditionell wurde der Velberter Markt auf dem Rathausplatz abgehalten. Enge Gassen am Milchstraßenviertel prägten die gemütliche Altstadt direkt an der Friedrichstraße. Die Geschäfte reihten sich dicht an dicht. Von Fußgängerzone konnte noch keine Rede sein. Die Friedrichstraße war für Autos freigegeben. Vor dem Heka-Center und stellenweise auch vor einzelnen Geschäften konnte direkt geparkt werden. Bis Ende der 1960er Jahre stand auch noch das erste Rathaus auf der Friedrichstraße. 1966 wurde es zugunsten einer verkehrsgerechten Straße jedoch abgerissen. Auch die Spielzeugfabrik von Adrian und Rode prägte noch das Stadtbild. Das Leben pulsierte auf der Friedrichstraße. Dort, wo heute Woolworth liegt, stand in den 1960er Jahren noch das Metropolkino. Auch das Nachtleben hatte es in sich. Viele Neonreklamen prägten das Erscheinungsbild. Die Kneipenkultur war extrem ausgeprägt. Ausgehmöglichkeiten gab es wie Sand am Meer.
Am 24. Januar 1970 verkündete die hiesige Presse große Nachrichten für Filbert. Die Karstadt AG beabsichtigte, eine Filiale an der Friedrichstraße zu eröffnen. Der Neubau sollte in nur einem Jahr fertiggestellt werden. Auch ein großes Parkhaus sollte dazugehören. Es dauerte allerdings bis 1973. Schon das Richtfest am Freitag, dem 23. März 1973, glich einem Volksfest. Der Musikzug der Filberter Feuerwehr spielte Marschmusik. Die drei Wickhühler-Musketiere gaben sich persönlich die Ehre. Mitten im Geschehen der Geschäftsführer Günther Feil und Heinz Schemken. Die Presse berichtete mehr als ausführlich. Am 2.8.1973 war es dann soweit. Polizei und Ordnungshüter standen bereit und obwohl die Eröffnung erst für 9 Uhr angesetzt war, war der Ansturm der Besucher derart groß, dass die Karstadtleitung entschloss, die Tore zum bunten Einkaufsparadies schon vorzeitig zu öffnen. Schon wenige Stunden später waren die Theken mit Sonderangeboten restlos leergefegt. Das Glas Wickhühler gab es für nur 30 Pfennige. Die 1970er Jahre schienen recht unbeschwert. Große Teile der Friedrichstraße waren zur Fußgängerzone geworden, das Rathaus war noch grau und hatte noch keine Treppen vor dem Haupteingang. Auf dem neu gestalteten Platz vor der alten Kirche wurde ausgiebig gefeiert. In der Fußgängerzone herrschte reges Treiben. Der Karnevalszug durch die Friedrichstraße durfte natürlich nicht fehlen. Hier zu sehen die Friedrichstraße mit Blick auf die süße Ecke Mettmanner Straße. Die 80er Jahre waren für die Friedrichstraße eine Zeit des Einkaufens und des Feierns. Die Fußgängerzone hatte sich inzwischen etabliert. Gegenüber dem Kugelbrunnen gab es Mitte der 80er Jahre sogar McDonald's in der Innenstadt. "1988 wurde das 100-jährige Jubiläum der Straße gefeiert.
Ein Geschäft hatte sich im Laufe der Jahre besonders etabliert: Karstadt. Egal was man brauchte, bei Karstadt wurde man mit Sicherheit fündig. Und so sah es von innen aus. Am 31. Juli 2008 meldete Hertie Insolvenz an. Und somit musste am 15. August 2009 auch die Filberter Filiale für immer ihre Pforten schließen. Die ehemaligen Mitarbeiter wollten dies nicht hinnehmen und eröffneten im März 2010 als X-Friends im Erdgeschoss des Gebäudes ein neues Geschäft. Doch die Freude währte nicht lang. Der Besitzer des Gebäudes zahlte die Stromrechnung nicht. Der Strom wurde daraufhin abgeschaltet. X-Friends musste daher sehr überraschend den Geschäftsbetrieb wieder einstellen. Kunden standen vor verschlossenen Türen. Lediglich ein Abschiedsplakat hing an der Türe. Monate zogen ins Land und die brachliegende Hertie-Immobilie gammelte vor sich hin. Doch am 5. Juli 2011 verkündete die hiesige Presse, dass der Tönesheider Unternehmer Helmut Stiegelmeier einen Investor und Pläne für die Hertie-Immobilie gefunden hätte. Unter dem Namen Friedrich Carré sollten Einzelhandelsgeschäfte auf 7500 Quadratmeter entstehen. So hätte es aussehen sollen. Doch schon bald zogen dunkle Wolken über diesem Projekt auf. Im Rat der Stadt Vilbert stellten die Firmen HBB und ECE Pläne vor, die ein 100 Millionen Euro teures, 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche beinhaltendes Shoppingcenter
auf dem Grundstück des alten Marktzentrums vorsahen. Der Investor der Hertie Immobilie zog sich daraufhin zurück. Währenddessen verfiel das ehemalige Hertie-Gebäude immer mehr. Am 17.02.2012 legten Kinder an mehreren Stellen Feuer im Gebäude. Im August 2013 verursachten Kabeldiebe im Hertie-Haus einen Stromausfall in der Friedrichstraße, von dem noch weitere Geschäfte betroffen waren. Da der Eigentümer nicht greifbar war, musste die Stadt für die Sicherung des Gebäudes sorgen. Das Gebäude verfiel immer mehr und wurde zu einem Schandfleck mitten in der Innenstadt. Eine der bittersten Enttäuschungen für Felbert in jüngster Vergangenheit war das Bauvorhaben eines neuen Einkaufszentrums an der Friedrichstraße. Im Oktober 2011 stellten die Hamburger ECE Projektmanagement und der Einzelhandelsspezialist HBB Pläne für den Bau eines Einkaufszentrums in Felbert vor. 100 Ladenlokale und Gastronomiebetriebe auf maximal 19.900 Quadratmeter Verkaufsfläche sollten an der Stelle des alten Marktzentrums um den Europaplatz entstehen. Doch nach einem Jahr Stillstand zogen sich die Investoren aus dem Projekt zurück. Das alte Marktzentrum war inzwischen leergezogen worden und verwahrloste zusehends. Anfang 2016 wurde bekannt, dass nun das Düsseldorfer Unternehmen Concepta als neuer Investor ein Einkaufszentrum in Felbert bauen wollte. Stadtgalerie sollte es heißen und mit 11.000 Quadratmeter Verkaufsfläche deutlich kleiner ausfallen. Die Abrissarbeiten des alten Marktzentrums begannen noch im selben Jahr. Die Bauarbeiten der neuen Stadtgalerie hingegen erwiesen sich als problematisch. Die Eröffnung wurde mehrfach verschoben. Am Tag der Eröffnung musste das neue Shoppingcenter wegen eines Fehlalarms der Brandmeldeanlage geräumt werden. Doch dieser Alarm blieb nicht ohne Folgen. Schon einen Tag nach der Eröffnung untersagte die Stadt Felbert dem Betreiber der Stadtgalerie den Weiterbetrieb. Die Nutzung der Stadtgalerie ist unmittelbar nach Eröffnung ordnungsbehördlich untersagt worden, da die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Nutzung nicht vorlagen. So fehlten zum damaligen Zeitpunkt unter anderem notwendige Nachweise zum Brandschutz.
Über die hiergegen anhängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist noch nicht abschließend entschieden worden. Weitergehende Auskünfte können mit Blick auf die schwebenden Verfahren derzeit nicht erteilt werden. Am 30. April 2020 schloss der Ankermieter Modehaus Mensing seine Pforten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen viele Wirtschaftszweige vor große Herausforderungen. Auch die Modebranche und somit das Kerngeschäft der Mensing Holding GmbH sind unmittelbar betroffen. Doch auch unmittelbare Kritik an der Stadtgalerie wurde geäußert. Die Umsätze in der Felberter Filiale seien schlecht gewesen. Ein knappes Jahr später war es dann soweit. Die Stadtgalerie meldete Ende Oktober des Jahres 2020 Insolvenz an. Anfang 2022 wurde die Galerie an den Immobilienfondsmanager Verifor Capital verkauft. Das Parkhaus der Galerie wird seit einigen Monaten von Vandalen heimgesucht. Graffiti, Müll und Spuren von Drogenkonsum sind vor allem in den Treppenhäusern zu finden. Auch in der Fußgängerzone Friedrichstraße sieht es düster aus. Das Modegeschäft H&M schloss für immer seine Pforten. Kurz darauf folgte Orsay. 37 Leerstände zählte die WAZ im Juli 2022 in Filbert-Mitte. Viele davon liegen an der Friedrichstraße. Es gibt aber auch Erfreuliches. Im Juni 2021 eröffnete trotz Corona Café Extrablatt in der Friedrichstraße. Der Platz vor dem ehemaligen Heker-Center wurde optisch deutlich aufgewertet und dient dem Café als Außengastronomie. Ja, die Wolfort ist nur noch im Untergeschoss. Also das ist der Konzern Woolworth, aber in Felbert hat sich das etabliert, hat meine Oma schon gesagt, das war die Woolworth. So, und die Woolworth war früher auf der Erdgeschossebene und unten war der Laden Schätzlein. Das war ein Lebensmittelladen. Da war ich auch öfter mit als Kind. Jetzt haben wir hier C&A, die auf der oberen Ebene. Also hier sehen wir noch mal ein paar alte Originalsäulen, so wie es früher in Felbert überall aussah. Hier wurde mit Liebe gearbeitet. Und ich finde es schön, dass die noch sichtbar sind. Ich denke mal unter den Fliesen, hier sieht man auch so eine Verpackung da, dass hier wahrscheinlich auch noch sowas drunter ist in der Art. Und links daneben sehen wir den nächsten Leerstand. Das war mal, wie man sieht, eine alte Pommesbude. Und ein weiterer ging es und geht es auch noch immer ins Heker Center. Was ja auch schon seit Jahren geschlossen ist. Ich war da als Kind noch drin. Aber die Läden existieren noch da drin, die Ladenlokale. Das Innere des Heker-Centers liegt seit Jahrzehnten im Dornröschenschlaf. Spuren der ehemaligen Ladenlokale sind noch vorhanden. Dass Videotheken früher auch Videorekorder verliehen haben, ist für heutige Generationen gar nicht mehr vorstellbar. Das zum Heker Center gehörige Wohnhaus hingegen verfällt zusehends. Nur das kleine Ladenlokal im Untergeschoss hält ohne Unterbrechungen die Stellung. Wer in der Fußgängerzone hier und da nach oben blickt, kann die stellenweise prunkvollen Fassaden erkennen. Neben der alten Kirche steht eines der letzten erhalten gebliebenen Häuser des ehemaligen Altstadtkerns von Felbert. Es heißt Auf'm Stück und ist über 450 Jahre alt.
Leider wurde es in jüngster Zeit Opfer von Vandalismus. Ja, an dieser Stelle war früher der Offersteich. Und ich meine jetzt nicht den Teich, den die, also meine Generation noch kennt, der da hinten in dem Bereich war, der war schon künstlich angelegt. Nein, ursprünglich, als Felbert sich hier gegründet hat, gab es hier einen Teich und hier ist auch ein Bach reingeflossen und der kam aus dieser Richtung. Jetzt frage ich mich natürlich, sind das die Gullideckel? Wo ist der Bach? Ist die Quelle versiegt oder haben die den einfach nur tiefer gelegt? Weil hier der Bürgerverein, das ist ja auch alles angehoben worden. Also würde der hier noch fließen, hätten wir hier ja einen Stausee. Deshalb wird der wahrscheinlich kanalisiert worden sein. Guck mal hier. Das Haus im Offers ist eines der ältesten Bauernhäuser Felberts. Erbaut schon vor 1326, steht es bis heute im alten Ortskern an der Friedrichstraße. Früher wohnte hier der Küster der Kirche, der das Opfergeld erhob. Daher der Name Offers. In 1888 gründete Ernst Saalmann das gleichnamige Schreibwarengeschäft, welches im Laufe der Zeit immer wieder erweitert wurde. Das Schaufenster wurde in der Weihnachtszeit aufwendig dekoriert. Hier haben wir noch eines der älteren Häuser Felberts, was noch im Originalzustand ist, fast. Hier war Ewigkeiten die Engelsapotheke drin und das hängt mit dem Namen des Hauses zusammen. Ist nämlich so alt, da gab es noch keine Hausnummern. Das hieß Engel. Ja, so klingt ja der Wärmedämmputz. Und ist auch eigentlich ganz hübsch gedacht mit diesen Designelementen. Aber das hier ist ja noch nicht mal zu Ende gestrichen. Und hier fehlt auch noch ein Teil. Ja, das wurde nachträglich noch mal zugespachtelt. Und das ist der erste Anstrich hier. Da kommt eigentlich noch mal ein Anstrich drüber. Das sieht man, das deckt überhaupt nicht. Ja. An dieser Stelle fängt sie an, die Friedrichstraße. Wenn wir nach oben gucken, sehen wir sogar die Brücke von der ehemaligen Niederbergbahn. Und hier sehen wir genau, das ist die Hausnummer 1 der Friedrichstraße. Und wir sehen hier auch, das ist echt. Gibt es auch in Styropor, haben wir eben im Einkaufszentrum gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder irgendwas drunter ist. Sonst wäre das Gelände wahrscheinlich schon längst bebaut. So aufwendige Stuckelemente habe ich hier bei den anderen Häusern auch noch nicht gesehen. Also während die einen hier an der Fassade, die auf der Wand sind, aus Beton sind, sind jene da oben an dem Simskasten unter der Dachrinne aus Holz. Das ist ein Wahnsinn, was da alles in Handarbeit geschnitzt wurde und in was für eine Menge und wie gleich das eigentlich aussieht. Sehr, sehr schön.
Dieses bekannte alte Gebäude wird von den Fellbertern liebevoll als Treppendöner bezeichnet. Ich bin fasziniert. Das ist wahrscheinlich die letzte Telefonzelle Fellberts. Schon im Telekom-Design, also nicht mehr die gelben. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre da drin noch alles in Ordnung. Es steht jetzt nicht drauf, welche Währung man einschmeißen muss, aber es funktioniert. Das ist das Haus Friedrichstraße 75a und ich wusste bis gerade eben überhaupt nicht, dass wir sowas Schönes in Fellbert haben. Also das ist in so einem Hinterhof, haben wir eben erst entdeckt und das ist der Wahnsinn. Das ist ein ganz irrer Baustil hier, guckt euch das mal an. Sehr alt. Auf Höhe der Friedrichstraße 240 stand bis vor kurzem noch das Haus der Bäckerei Nuss. Es wurde zuletzt vom Stadtanzeiger genutzt und 2019 zugunsten eines Neubaus abgerissen. Ja, hier hinter mir befand sich früher Karstadt. Jetzt haben wir hier die urbanen Gardening. Leider ist der Teich ausgetrocknet. Aber ist auch mal ganz schön, wieder ein bisschen Natur zu haben. Aber wir sehen hier an der Hauswand oben, wo sich Sonne, dass hier mal ein anderes Haus gestanden hat. Und hier am Boden sehen wir, das wurde auch wieder freigelegt, als Karstadt abgerissen wurde, dass hier mal eine Außenfassade war. Und das zeigt eigentlich nur aufgrund, dass hier mal eine Durchfahrt gewesen ist, aufgrund oben des Giebels, weil es ging ja hier weiter. Und hier stand früher die Firma Adrian und Rode und die haben Spielzeug hergestellt, Spielzeugpistolen und Rollschuhe. Das waren die absoluten Kracher, Verkaufsschlager. Und das ging, glaube ich, bis in die 60er Jahre. Und dann hat Karstadt das Gelände gekauft, abgerissen und Karstadt gebaut. Ein sehr umstrittenes Kunstwerk ziert seit 2002 die Innenstadt. Die Spielschlange Bunti. Kostenpunkt 153.400 Euro. Zum Erstaunen vieler Bürger wurde dieser Spielschlange der seinerzeit vollkommen unbekannte Spielraumpreis verliehen. Hier bin ich jetzt auf der Höhe Haus Nummer 300 der Friedrichstraße und hinter mir sehen wir so eine Stelle, die ist, da stand mal was. Hier ist was abgerissen worden. Und zwar stand hier früher das Resi-Kino. Das wird den Älteren noch ein Begriff sein. Mir nicht mehr, ich habe es auch nicht mehr erlebt. Dafür kannte ich noch diese tolle gelbe Seitenwerbung, die da oben dran war. Mit der Frau, die sich rasiert hat. Kennen bestimmt auch noch viele. Kurz vor dem Ende der Friedrichstraße steht auch heute noch die alte Dampfbäckerei. Das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde 1909 erbaut und 2005 umfangreich saniert als Gastronomie neu eröffnet. Ja, der Fellberter weiß, wo ich hier bin, am Mediamarkt oben, und zwar hört die Friedrichstraße an der Kreuzung zur Dellerstraße, Schmalenhofer Straße auf. Hier hinter mir sehen wir Mediamarkt und
da stand früher noch der Obi-Markt. Der neue ist ja an der Metallstraße, den kennt ja auch jeder. Der war noch etwas kleiner hier, den fand ich toll. Hier vorne war sogar der Außenbereich für den Garten. Und wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, da stand früher der, ich geh mal rum, ein Stückchen, der City Park, der wurde irgendwann in den 90ern, Anfang der 90er gebaut und vor kurzem erst wieder abgerissen. Jetzt steht da ein neuer Aldi-Markt. Das Gebäude steht noch, aber davor stand dort die Firma Holz Voss und die haben jahrelang Fenster gebaut, Hölzer getrocknet und dieses Gebäude wurde Anfang der 80er Jahre gesprengt. Also hier endet die Friedrichstraße. Hier vorne geht es zur Schmalenhofer Straße, andere Seite ist die Dellerstraße. Und in dem Bereich hier vorne kreuzten früher noch Schienen die Straße. Weil auf der anderen Seite war der erste Bahnhof von Velbert. Man sieht es genau an der Hauskante, wo das Haus aufhört. Rechts daneben, da verliefen die Schienen diagonal durch das neue Haus, was jetzt auf der anderen Seite steht. Die alte Kirche an der Friedrichstraße ist seit 1769 Mittelpunkt der Entwicklung der Stadt Velbert. Sie wurde auf dem Fundament der Kapelle der heiligen Ida erbaut, welche bereits seit dem 11. Jahrhundert dort stand. Auch der Bürgermeister persönlich wohnte an der Friedrichstraße. An der Hausnummer 92 steht auch heute noch das im Volksmund bekannte Bürgermeisterhaus. Erbaut vermutlich 1825 vom Velberter Handelskaufmann Kölver, wird es in Kürze 200 Jahre alt und hat eine eigene Geschichte. Schon im 19. Jahrhundert wechselte das Haus mehrfach den Eigentümer. So erwarb es zunächst die französisch-belgische Bergwerksgesellschaft La Marche. 1850 kauft es der Gießereifabrikant Binsfeld. Dieser musste sich wegen einer Zwangsversteigerung jedoch schon 1865 von diesem Haus wieder trennen. Höchstbieter war die bekannte Familie von Bruck. Die Erben verkauften die Villa 1925 schließlich an die Stadt Velbert und der derzeit amtierende Bürgermeister Dr. Leo Twer erhielt im ersten Stockwerk seine Dienstwohnung, die er bis 1945 bewohnte. Seitdem wurde das Haus Bürgermeistervilla genannt. 1928 eröffnete im Untergeschoss des Gebäudes das Velberter Heimatmuseum, aus dem später das Schloss- und Beschlägemuseum hervorging. In der Nachkriegszeit diente das Gebäude als Wohnraum für sozial schwache Familien und verfiel zusehends. Am 19.09.1978 pachtete der Velberter Steuerberater Dietmar Schellenberg das schon arg heruntergekommene Haus und sanierte es von Grund auf. Seit einigen Jahren steht das Haus jedoch wieder leer. Die Fensterläden sind geschlossen, das Grundstück wirkt verwahrlost. Der Pächter verließ den Pachtvertrag im Streit mit der Stadt Velbert vorzeitig. Grund sollen Schimmelbefall und die Finanzierung des Schadens gewesen sein. Nähere Informationen sind wegen des noch laufenden Rechtsstreits nicht bekannt. Am Rande der Fußgängerzone stand bis vor etwa 15 Jahren noch die bekannte Plastik Maschinen der Künstlerin Gabriella Fekete. Das Kunstwerk besteht aus 11 streng stilisierten Menschengestalten aus Beton. Es wurde 1974 aufgestellt und diente häufig als Motiv für Gruppenfotos, wurde jedoch auch häufig Opfer von Vandalismus. Während die Figuren in der Fußgängerzone schon lange abgerissen wurden, existieren in einem Garten eines Velberters noch immer 3 solcher Figuren. Wie er berichtet, haben Maurer der technischen Betriebe selbst Figuren aus den Formen der Künstlerinnen gegossen. Beim Abriss des alten Betriebshofs in den 80er Jahren wurden sie von einem Velberter gerettet und im Garten aufgestellt. 134 Jahre ist die Friedrichstraße inzwischen alt. In 16 Jahren kann das 150-jährige Jubiläum gefeiert werden. Sehr viele Gebäude wurden abgerissen. Wer den Hauch aus alten Zeiten spüren möchte, muss heutzutage schon sehr genau hinschauen. Wie die Straße sich weiterentwickeln wird, wir werden es erleben.